Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, Wolfram Capit. Und ja, ich denke, in dieser Folge werden wir mal versuchen, Betonung liegt oft versuchen, den nächsten Monolithen da hinten, ja, nicht anzutatschen, zu erobern. Munition voll. Knarre ja. Sturmgewehr auch. Ich glaube, V war halt dann. Ja, genau, V war es. Ja, jetzt müssen wir irgendwie noch zu dem anderen da hinten kommen. Interessant, dass die hinterste Achse mitlenkt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bergbaukomponente. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay. Wäre dann ja wahrscheinlich genau hier. Bergbaudrohne starten. Okay. Abbauzone Kapazität, bla bla. Okay, muss ich die irgendwie einsammeln oder macht die das selbstständig? Scheint selbstständig zu sein. Das goldene Ödland. Okay, seltsame Geräusche. Wayne! Jump, jump, jump! Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf der Nexus hinter sich zu lassen und als erste Siedler hierher zu kommen. All die Hoffnungen, die auf Ihnen ruhten. Und dann... Dieses Mal wird es anders. Ja, wir sind hier in unserem Element. Sind wir das? Meine Frage ist momentan eher, wie komme ich da hoch? Okay, da oben ist auch noch eine Station. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Okay. Camp und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Okay. Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht mehr als nur ein Schimmer. Okay. Fluorid. Und irgendwie müssen wir jetzt noch dahin. Nee, das war nur eine... Das Geflacker da war nichts Wichtiges für uns. Das war einfach nur eine Texturfehlerdarstellung. Keine Ahnung, da hat auf jeden Fall irgendwann eine Reflexion nachgeladen. Was haben wir denn hier? Haben wir da Cat? Pathfinder. Dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen. Aber es gibt verschiedene Komplikationen, die zuvor geklärt werden müssen. Okay. Und was ist das hier? Und welche Komplikationen wären dies? Soll ich hier irgendwas machen? Nee, eher nicht. Muss ich hier bei dem Dingens was machen? Keine relevanten Daten. Vielleicht muss ich erst den Monolithen da hinten befreien von der Cat-Anwesenheit. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Okay. So, und wenn wir schon mal was gelernt haben über... Oder durch den ersten Außenposten vorhin. Noch mehr Reliktbots, aber die scheinen nicht feindlich. Ja, die scheinen nicht feindlich zu sein. Wir speichern hier einfach mal. Und zwar auf den, das ist nämlich der ältere. Spiel speichern. Ja, bitte.
selig zu sein. Hm, sie scheinen. Das ist die richtige Formulierung. Autsch, autsch. Boah, die Laserwaffen von denen sind echt fies. Aber zum Glück haben wir ja vorher gespeichert. In der Luft schweben, okay. Vielleicht sollten wir einfach mal die Pistole nehmen. Die macht nämlich mehr Schaden, da müssen wir uns nicht länger... Da kommen sie! ...als nötig. Den, ja, ist... Okay, das ist super. Super! Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Fähigkeiten, die ich noch gar nicht ausgebaut habe, mit denen das dann super einfach ginge. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Sagen, da wir auch mal treffen. Alter, wieso kommen da jetzt auf einmal zwei? Warum müsst ihr denn auch noch von zwei Seiten kommen? Das ist nicht fair, Jungs. Das ist nicht fair. Okay. Das Schlimme sind hier echt diese komischen Bots. Den Lasergeschützen. Gerade noch irgendwo ein da. Na komm. Einer geht noch. Was macht der? Keine Ahnung. Achtung, Relikte! So ist das. Komm mal her. Relikt deaktiviert. Ich muss ja sagen, die scheiß Roboter sind schwieriger zu bekämpfen als die Keth. Das ist eigentlich Zufall, dass die Keth halt heißen und nicht Geth. Das ist einfach nur ein Buchstabens-Upgrade ist. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Okay. Warum musste man dem Computer eigentlich die langsamste Stimme aller Zeiten... Hä? Wie funktioniert denn das? Glyphen ansehen. Wie funktioniert das? Okay. Benutzen Sie einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung, um diese Konsole zu übernehmen.
Okay. Ich kann nichts ziehen. Aha. Okay. Ich habe jetzt zwar immer noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Mehr Glyphen. Aha. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Frage mich ja auch. Ah, auf dem ist mal wieder hoch. Alles klar. Bin ich auf die Lösung hier mal gespannt. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Naja, entspann dich. Ich muss ja auch erstmal irgendwie hier hochkommen. Die eine oder andere unmögliche Art und Weise. Kann ich hier irgendwie seitlich hoch? Nicht so. Kann ich wahrscheinlich nur von einer Seite... Ja. Von Dingens zu Dingens hopsen. Na, da wollte ich hoch. So, da komme ich jetzt aber auch nicht rüber, oder? Nee, nicht so. Gibt es ja von außen irgendwie die Möglichkeit, da hochzukommen? Ne, hier nicht. Schnell wieder hier runter. Oder hier rein, besser gesagt. Komme ich bei dem hoch? Nein. Bei dem wollte ich es, glaube ich, gar nicht versuchen. Die am Schießen oder sind die am Springen? Das weiß ich bei denen noch nie. Das ist manchmal eine sehr, sehr eigenartige Geräuschkulisse. Komme ich hier hoch? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Bin mir gerade noch nicht sicher, wie ich hier irgendwie was tun soll, weil die sind zu steil und da komme ich irgendwie nicht hoch. Ja, das ist sehr schön, dass da irgendwas ist. Und bei dem, aber da komme ich doch gar nicht hoch. Oder sehe ich hier was? Ja, nö. Hier verkrümelt sich in dem Sinne nur die Kamera. Wow, wow, wow. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ey, ey, ja, komm. Spann dich. Bin ich da irgendwie hoch? Nee. Nee. Da komme ich auch nicht so wirklich hin. Puh. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder super einfach und ich sehe sie einfach noch nicht. Nein, da oben können wir nicht drauf. Nee, da auch nicht. Ist hier irgendwas? Reliktkonsole. Ach so ist das. Ja. Ach. So einfach kann das sein. Okay. Doch nicht ganz so einfach, aber da oben können wir immerhin was scannen. Es ist ein Anfang. Und hopp. Und hopp.
Okay, dann hätten wir schon mal eines. Ach, da hinten haben wir auch so ein Feld. Okay, verstehe. Muss da ja auch rum. Ah, da steht auch direkt die Konsole davor. Ich Blindfisch. Na dann mach mal. Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Ja, das würde ich so. Blärt. Das würde ich so unterschreiben. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Was bist du hier? Was kann ich mit dir machen? Unbekanntes Resonanzgerät, okay. Ich dachte, ich scanne, damit es nicht mehr unbekannt ist. Okay, und was mache ich jetzt? Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Hervorragend. Okay. Was macht das Teil? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Scheint so. Das könnte ziemlich nützlich sein. Vermittelt den Anschein, in der Tat, ja. Okay, Glyphen ansehen. Ach, das ist Sudoku. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselben Glyphen mehrmals durchhalten, okay. Ne, der darf schon mal nicht sein. Der darf es auch nicht sein. Und wer ist der? Der auch nicht. Der nicht. Okay, der darf es sein. Der nicht. Der darf es sein. Der nicht. Einer zu weit. Der darf es sein. Dann bleibt hier ja auch nur noch einer. Und zwar der, der passt auch in die Reihe. Dann fehlt nur noch Ette. Nope. Nope. Yep. Jetzt irgendwo ein Fehler drin? Nein. Ihr Interfacing war erfolgt. Ein Landungsschiff der Cat! Ernst? Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit. Was nimmt sie? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Na, dann wollen wir doch mal. Hey, bleib stehen. Mann! Wollte ich gerade wegspringen. Hat er sich gerade selber in die Luft gejagt? Das war jetzt nicht unbedingt smart. Jetzt hoffe ich, dass wir die ganze Scheiße nicht nochmal entschlüsseln müssen. Ein Landungsschiff der Cat. Nee, müssen wir nicht. Hat man denn hier nicht mal eine Sekunde Ruhe? Offenbar nicht. Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Immer schön auf den Deckel. Na komm, wer will raus? Autsch. Ich hab was abgesehen.
Na komm, nicht abkratzen. Auf mich anzugucken. Wissen wir. Wow. Hitsch. Lass mich doch auch mal. Och, scheiße. So close. Also ich muss ja mal sagen, die Gegner-KI ist echt nicht schlecht, weil im Gegensatz zum statischen sich abknallen lassen, sind die ja tatsächlich mal darauf aus, einen Angriff zu gehen. Nein. Offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Schießen wir als allererstes mal auf den Gesalbten. Durchhalten, Liam! Achtung, Granate! Cora wurde verwundet! Ja! Was macht denn der da? Och, da ist noch einer. Oh, super. Warum sind die beiden Tempel jetzt auch genau da reingerannt? Oh Mann. Konnte ich die nicht sogar irgendwie befehligen? Schiff der Cat. Ernsthaft? Hat man denn hier nicht mal eine Sekunde Ruhe? War da nicht was? Q? Y? Hm. Scheiße. Ja, okay. Das war jetzt nicht so smarty. Y oder C, okay. Ein Landungsschiff der Cat. Ernsthaft? Hat man denn hier nicht mal eine Sekunde Ruhe? Okay, du da verteidigen. Du da. Bin auf dem Weg. Sollte hoffentlich jetzt besser gehen. Aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Hi. Das könnte ziemlich nützlich sein. Erwählter. Oh, 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 oh. Nicht schlecht. Lade nach. Noch einer. Bilde ich mir das nur ein oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, das war doch eigentlich schon direkt vom Anfang an klar, oder? Hm, Überreste. Untersuchen. Biobasis-Konverter, okay. Haben wir sonst noch was?
erstmal einsammeln können, so von Leichen und sowas. Er weckt nicht den Anschein. Dann würde ich sagen, dann war es das auch schon für diese Folge. Und in der nächsten werden wir uns dann mal angucken, was da so im See rumschwirrt. Moment, hier haben wir neue Überreste. Was haben wir da? Pistolenlauf. Wuhu! Plus 9% Pistolenschaden. Das klingt gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Wolf von Kapit. Und denkt dran, like, share, subscribe, hilft dem Channel. Bis dann, ciao, ciao.